Bei Codemasters geht's mittlerweile Schlag auf Schlag. Kaum war Update 1.08 raus, kam die 1.09 raus und jetzt schon die 1.1, die Version. Und zwei Sachen finde ich da ganz besonders bemerkenswert, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2018. Großer Preis von Ungarn. Das wird toll. Ich habe mir mal die Anmerkungen des Updates rausgeschrieben und zwei Sachen finde ich da bemerkenswert. Vorweg nochmal die Kleinigkeit, in diesem Update geht es überwiegend um Fehlerbehebungen im Einzelspieler, nicht im Mehrspieler, aber zwei Sachen stechen da besonders ins Auge. Einmal, es wurde ein Fehler behoben, dass die KI mit einem Plattfuß nicht in die Box gekommen ist und weitergefahren ist. Noch etwas interessanter finde ich dagegen. Es konnte vorkommen, dass während einer Safety-Car-Phase die KI einen überholt hat, wenn, jetzt kommt's, die Motor- oder Getriebeabnutzung zu hoch war. Darauf muss man erstmal kommen, also diesen Fehler muss man erstmal so erkennen. Die Getriebe- und Motorabnutzung war, nur als Beispiel, bei 75% Fehler trat nicht auf und bei 80% hat die KI dich während der Safety-Car-Phase überholt. Irgendwie amüsant. Aber legen wir jetzt mal los, ab ins freie Training. 21 Punkte. Und jetzt kommt eine Strecke, die uns, die dem Renault liegt. Bin mal gespannt, wie das Wetter sein wird. Hülkenberg taucht ab. Um das nochmal kurz zu zeigen, also bei uns wird es in Belgien dann losgehen, also beim nächsten Rennwochenende, wenn alles nach Plan läuft. Und verbessert hat sich zum Beispiel Red Bull. Oder auch McLaren und Williams. Wie sieht's denn eigentlich gerade genau aus? Moment, F&E-Baum. Letzter Platz, deutlich hinter Toro Rosso. Wer weiß, ob die aber auch ganz viel in den Benzinverbrauch investiert haben. Mercedes, Ferrari, Force India auf der 3, dann Williams, dann Haas. Bei der Aero, McLaren und Haas vor uns. Nicht weit, aber vor uns. Toro Rosso ist noch gut hinter uns, also bis die ankommen, dauert es noch etwas und Williams sowieso. Und beim Chassis stehen wir gar nicht mal so verkehrt da. Mit dem nächsten Update geht es richtig voran. Dann stehen wir wieder vor Haas, sofern die sich nicht verbessern. Ja. Und wir haben schon wieder viele, viele Ressourcenpunkte. Kann ja gerade bloß ein Teil gleichzeitig entwickeln. Ja. Okay. Dann, was ich mir nochmal kurz anschauen wollte. Genau. Zumindest wollte ich das mal kurz eingeblendet haben. Ich will nämlich nochmal meine Liste aktualisieren. Meine eigene Excel-Liste mit mir und dem Teamkollegen, wo ich auch die KI-Fahrerstufen und so weiter und so fort vermerke. Aber damit ich mal kurz alles hier auf Band habe, will ich das mal kurz einblenden. So, los geht's. Training 1. Willkommen in Budapest, wo die letzten Vorbereitungen für den großen Preis von Ungarn laufen. Die Teams holen gerade ihre Wagen für das heutige Training raus, also rechnen wir jeden Moment mit dem Startschuss. Es gibt auf dieser Strecke also sehr viel zu tun. Worauf sollte man denn achten, wenn man fürs freie Training in das Auto steigt? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Ich habe mir auch mal die ganzen neuen Classic-Autos rausgeschrieben. Zwei habe ich ja schon und ein paar will ich ja noch sehen, zumindest einmal fahren. Erstmal ist es hier trocken, das ist schön. Kann ich ja, währenddessen das Wetter mal läuft und Jeff gerade nicht quasselt, kann ich ja mal kurz nochmal die Wagen aufzählen, die es jetzt neu gibt.
15 Minuten trocken. Also wir sind schon gefahren den 72er Lotus und den 76er Ferrari. Dann gibt's noch den 76er McLaren, den 78er Lotus. Hier werden all deine Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Der Hungaroring verlangt echte Präzision und vollen Einsatz. Du musst deinem Auto vertrauen können. Also nimm dir die Zeit, um alles so einzustellen, wie du es gerne haben möchtest. Na, aber gerne doch. Dann gibt's noch den 79er Ferrari und den 82er McLaren. Die 70er Autos finde ich jetzt nicht so interessant, aber es gibt ja noch zwei. Den 2009er Brawn GP und den 2003er Williams. Die finde ich wiederum sehr interessant und also habe ich noch 6 Wagen, die ich zumindest mal fahren will. Dann gibt's halt noch die bekannten aus F1 2017, aber die zähle ich jetzt nicht auf. Also auch in T3 trocken. Oh, ich habe ja gar nicht beim Rechenzentrum geschaut, auf dem Arbeitsplatz da, wie das Wetter wird und so weiter. Oh. Okay, Qualifying trocken, jetzt bitte das Rennen. Jawohl. Das wird ein Spaß werden. Mit der Wagengeneration, die hier nochmal mehr Abtrieb hat, in diesen schön verwinkelten Ecken herumfahren, das wird Spaß machen. Upsa. Autoeinstellungen. Die Aero auf Stadtziel müssen wir überholen, aber ich werde meinen Wagen nicht auf dieser Stadtzielgerade auslegen, was den Abtrieb angeht. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Und was ich in Silverstone gelernt habe, den Wagen bloß nicht zu niedrig legen. Na, gefühlt kann ich noch jeweils einen Klick runtergehen. Aber ich mach's trotzdem so. Noha. Gut. Was steht denn bei den Teamzielen so an? Die Autoeinstellung auf jeden Fall, der DRS-Test, Beständigkeit, Spitzengeschwindigkeit und Sektor 2. Okay, ein neues Setup für dich. Was ich mal machen werde. Das sind die härtesten Reifen. Davon habe ich bloß einen Satz. Aber ich werde auf den gelben fahren. Auf den gelben werde ich die Rennstrategie fahren. Oder nee, wir überspringen ja wieder den Reifensatz, ne? Ja. Okay, dann werde ich weich und weiß fahren. Weich und weiß? Gelb und weiß. Dann spare ich mir den Reifen mal auf und fahre damit mal die Rennstrategie. Oder wir fahren, na doch, einmal gelb und einmal weiß will ich fahren. Im Rennen, das war's dann. Ich fahre auf dir meine Rennstrategie. Also fahre ich jetzt auf dem hier. Auf der Strecke. Das sollten wir vielleicht nutzen. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Das wird ein Spaß werden auf dieser Strecke. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, wenn ich schon meine Erwartungen so hoch gesetzt habe. Also ich gehe jetzt vom reinen Fahrspaß erstmal aus. Ergebnis werden wir einfach mal sehen. Gab es hier eine weitere DS-Zone? Nee, ne? Beim Bergaufstück? Nein, gab es sie nicht. Vor Kurve 1 und nach Kurve 1 die beiden DS-Zonen hier in Ungarn. Ja, das ist die aktuelle Teilabnutzung. Wetterbericht. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Alles klar. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Kann es sein, dass die Schilder größer geworden sind? Diese Metermarkierung? Sehr ungewöhnlich, mit den nicht härtesten Reifen die Streckenakklimatisierung zu fahren. Na, ob ich den vierten hier verwende, weiß ich noch nicht ganz. Und
Roller Skates. Aus der Box kommt niemand. Ob ich hier den zweiten oder dritten wähle, weiß ich auch noch nicht. Ein Stück zu weit innen, jetzt kommt der Wagen wieder rum. Jetzt bin ich zu weit außen. Und hinein die letzten kommen. Ja, hier ist der dritte ganz gut. Noch nicht zweit nach außen gekommen. Das ist auf jeden Fall grün. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Aus der Box kommt auch niemand. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst. Ja, den dritten kann man ja wunderbar fahren. Zumindest mit einem leichten Auto. Ob man den vierten hier mit einem schweren Auto fahren kann, werden wir einfach mal sehen. Mit einem leichten Auto geht das durchaus. Läuft gerade. Ah, verschrien. Jetzt kommt Lila wieder ins Spiel. Oh, hier wird sogar locker der sechste drin sein mit aufgedrehtem Motor und besseren Teilen. Mist. Voranstellen. Ja, das war vorhin Lila. Aber insgesamt reicht es für Lila. Super, 5 Punkte drüber. Das ist eine sehr starke Grundlage für uns. Entweder in den Kurven überraschen oder hier bei Kurve 1 ganz nah in der letzten Kurve am Gegner sein und dann bei Startziel am Ende überholen. Ah, das wird ein tolles Rennen. Die Strecke, da kannst du schwierig überholen. Das wird Spaß machen. Und ich danke immer noch F1 2015, dass es mir dieses... dass mir dieses Spiel, diese Strecke hier so schmackhaft gemacht hat. Also bei F1 2015 kam dieser Ruck mit, hey, ich mag Ungarn ja doch. Zuvor war es immer Ungarn so, naja. Na, jetzt wird aus wieder. Schnell genug für Lila. Aber die Runde war allgemein nicht so gut. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Also vierter Gang ist definitiv zu hoch. So, jetzt kann ich ganz frei von den Toren fahren. Und ich fahre jetzt mit ERS niedrig. Ohne Tore geht es hier schon mal bedeutend besser. Doch hier muss ich nicht so weit innen sein. Wir haben
haben nur noch Benzin für eine Runde. Schon mal eine Sekunde Vorlauf. Update, beste Runde. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 23,8. Boxenstopp in dieser Runde bitte. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Fahrer vor mir. Claire vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,22,9. 9 Zehntel vor uns, unser neuer Rivale. Zu schnell. 23,8 auf gelben. Weil ich die Liste hier gerade eh nochmal offen habe, sage ich nochmal die Classic Autos aus F1 2017 an. Also der 88er McLaren, der 91er McLaren, der 92er Williams, der 95er Ferrari, 96er Williams, 98er McLaren, 2002er, 2004er Ferrari, 2006er Renault, 2007er Ferrari, 2008er McLaren und der 2010er Red Bull. Nicht auf frischen Reifen, auf angefahrenen und raus. Bis jetzt liegt bei 1 Minute. Bei der geben wir eh einen Reifensatz. Egal. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ach, Autoeinstellung, Mist. Ja, wieder mal kurz nachdem ich gedrückt habe, fällt mir wieder was Essentielles ein. Manchmal fällt es mir noch rechtzeitig ein, manchmal direkt danach zu spät. Charles Leclerc, Ocon hinter uns. Oh, Ocon aber auf besseren Reifen. Na, ist ja bloß das Freitraining. In der Box ist auf jeden Fall noch ein sauber. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Okay, dieser Fehler ist weiterhin drin. Wetterbericht. Im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Aber alles andere hätte mich auch gewundert. Nach diesem Rennen gibt es eine neue Vertragsverhandlung, nehme ich mal stark an. Mal gucken, was dann das Teamziel ist. Aktuell ist es ja noch, wir hatten mal als Zehnter im Rennen. Haben wir in Deutschland schon geschafft mit dem 8. Platz. So, recht schnell fahren, aber die Reifen nicht kaputt fahren. Aus der Box kommt keiner. Zu viel Box geguckt. Etwas Vorsicht beim Anbremsen walten lassen mit dem schmutzigen Reifen. Mit der schmutzigen linken Seite. 1,5 Zehntel Rückstand. Drei Hundertstel hatte ich noch Rückstand. Gerade rot. Na, nicht schön. Zeit passt gerade sehr gut, aber die Reifen, die werden auch gerade. Jetzt wird außen. Zeit 1,4 Sekunden. Komm,
und Reifen. Ich habe noch Zeit. Jawohl, die Reifen werden. 1,7 Sekunden. Okay, Test abgeschlossen. Ständig sind wir auch. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. 2000, zu wenig eingelenkt am Ende. Zwei Zehntel Vorlauf. Soll es bitte nicht querlenken? Na, ich komme zwar nach außen. Mist. Ein Stück zu weit innen. So, Linie wieder finden. Passt. Und 2000. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Fahrer vor mir. Magnussen vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,22,9. Okay, auf jeden Fall zu schnell. Eine halbe Sekunde noch hinter Magnussen. Magnussen. Oh, was wackelt denn das hier so? 23,4. Nochmal 4 Zehntel gesteigert. Um 4 Zehntel gesteigert. Kann ich ja gleich mal gucken, was Hülkenberg so gefahren ist. Damit ich von ihm auch mal wieder ein paar Zeiten bekomme, habe ich ja zuletzt recht weniger von ihm im freien Training notiert. Da ist Hülkenberg schon gefahren. Oh. Unsere Bitte. Beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 23,4. Der erste Weißbereifte ist Grandjean und liegt eine Sekunde hinter uns. Ah, Kacke. Der nimmt mir doch jetzt... Der nimmt mir immer zwei Reifen weg. Ich glaube immer die ersten. Dann muss ich jetzt nochmal rausfahren mit gelben. Damit ich den Weißen auf jeden Fall behalte. Okay, dann nutzen wir die Zeit einfach mal und fahren jetzt noch ein Trainingsprogramm. Hab ich hier gar nicht dran gedacht, außer jetzt. Genau, dann schmeißen wir zwei Gelbe auf jeden Fall weg. Gut. Zum Glück habe ich daran noch gedacht. Da hätte ich ja blöd geguckt, wenn dann bei der Rennstrategie stünde. Ja, keine Weißen mehr. Weil der sich ein paar ausgesucht hat und ich schätze, der nimmt immer die ganz Linken. Wenn es nicht die beiden abgenutztesten sind. Benzin sparen und frische gelbe Reifen klingt doch gut. Das werden unsere Lieblingsrennreifen sein. Die gelben. Leider kann ich sie nicht das gesamte Rennen fahren. Zweimal gelb und fertig, das wäre schön. Jetzt denkt man ja an der echten Formel 1 nach das Qualifying zu ändern, weil teilweise Teams, Fahrer in Q2 nicht rausfahren, weil sie nicht mit blöden zu weichen Reifen in Q3 starten wollen. Also das Rennen starten wollen, weil sie damit in Q3 kommen. Deswegen sagen sie sich lieber, ich werde Elfter. So gesehen zum Beispiel in Russland bei den beiden Renault. Ist nichts Neues, aber es tritt jetzt vermehrt auf, wo man doch teilweise sehr weiche Reifen beim Rennstart drauf hat. Wenn zum Beispiel Lilas vorhanden sind, gelbe und weiße, aber keine roten. Was macht man? Anstatt die Ursache zu beheben, behebt man oder will man womöglich ein Symptom beheben. Man will ein viertes Qualifying-Segment einbauen, aber auch nicht mehr Reifen gewährleisten, also verschiebt sich das Ganze dann bloß in ein anderes Qualifying-Segment. Naja, ist eher was für die Renneinstimmung. Das will ich jetzt mal nicht weiter ausfahren. Für die Einstimmung aufs Rennwochenende. Also Erwe, jetzt will ich einfach meine Zeit hinbekommen. Das Display flackert zweistellig grün und rot. Na, hätte ich Sprit sparen können. Naja, nächste Runde vielleicht.
Lasse ich hier mal etwas rollen, damit zumindest grün gesichert wird. Viertelsekunde Rückstand. Noch komplett in die Kurve reinrollen lassen. So, jetzt muss ich Gas geben. Knapp halbe Sekunde Vorlauf, dann kann ich hier nochmal lüpfen. Schön herausbeschleunigt. Gut. P7, du bist nur auf P7. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,23,2. Nochmal leicht verbessert. Vielleicht kommt Hülkenberg, wenn ich jetzt nochmal die Reifen mit Nutzen gefahren bin. Das Benzin sparen. Vielleicht kommt er jetzt nochmal aus dem Quark aus der Box. In der Runde wäre ich auch fast eine halbe Sekunde schneller, wenn ich die zu Ende fahren würde. Zwei draußen und verliere dadurch Zeit auf meine bisherige Bestzeit. Ja, es war zu spät. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. ...23,2. Magnussen vor uns, Perez hinter uns. Das Rennwochenende in Deutschland, nochmal zurückblickend, aber auf eine ganz andere Seite. Ich habe das Rennwochenende bei mir ungefähr 19.30 Uhr angefangen und war letztendlich mit dem letzten Schnitt, mit der Rennfolge fürs, na, nicht ganz Nachwort, sondern der letzte Schnitt am Ende der Folge, nachdem wir uns nochmal auf dem Arbeitsplatz im Rechenzentrum wieder getroffen haben. Beste Runde bei 1 Minute 23,2. War ich dann Viertel um Mitternacht fertig und die 4 Stunden 45 finde ich absolut in Ordnung. Das war sogar ein ziemlich, ja, durchschnittlich, sogar etwas überdurchschnittlich langes Rennen wegen des Regens. Da war die Rundenzeit länger. Also knapp 5 Stunden. Wenn es über 5 Stunden geht, ist es schon etwas heftig, aber 19.30 Uhr angefangen, Viertel nach Mitternacht fertig, die drei Rennen aufgenommen und alles fertig geschnitten. Fand ich in Ordnung. Liegt aber auch daran, dass ich eben nicht so viel beim Nachwort bei den Highlights zeigen kann. Würde ich da mehr aufnehmen, dann würde das locker eine halbe Stunde länger dauern. Vielleicht sogar eher eine Dreiviertel, weil ich muss ja dann noch mehr schnibbeln und das Ganze auch noch kommentieren. Da würde ich dann erst gegen um 1 fertig sein. Und so kann ich mir einfach genügend Zeit im freien Training lassen mit weniger Nachwort-Highlights. Finde ich zwar irgendwie schade, aber finde ich, ist ein guter Kompromiss. Hülkenberg ist aus seiner Koje gekommen. Gleich mal Zeit notieren. Jetzt habe ich F geschrieben statt G. Für gelbe Reifen. Gut. Ach, Autoeinstellung habe ich immer noch nicht dran gedacht. Gut,
dann müssen wir in T2 auf jeden Fall zwei Teilprogramme fahren, damit ich dann noch die Autoeinstellung machen kann. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hamilton, Ricardo und Sergio Perez. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Rasen in der Boxengasse. Was ich mir auch vorgenommen habe, ich will für die restliche Saison die KI-Fahrerstufe aus der 5. Saison von F1 2017 nehmen. Also jeweils die KI-Fahrerstufen, die wir zuletzt bei F1 2017 gefahren sind, für die nächsten Rennen hier in der ersten Saison von F1 2018. Oh, wir liegen echt nah beieinander. Gucken, ob das ist Claire vorbeikommt. Sieht nicht so aus. Sonst hätten wir hier schon sie vor der Linse gehabt. Ja, und damit haben wir über 4000 Ressourcenpunkte. Wir müssen sowieso noch bis Belgien warten, ehe wir wieder weiterentwickeln können. Dann werden wir vielleicht schon erfahren, was für Regeländerungen es vielleicht für die nächste Saison gibt. Ja, und dann sind sowieso bloß noch, Stand jetzt, 2900 Ressourcenpunkte und wir können den Antrieb, die Antriebsabteilung, die Abteilungseffizienz nach oben treiben. Auf Maximum. ERS Management auf den gelben Reifen. Dann fahren wir die weißen Reifen und eben die Rennstrategie noch in T2. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Der Wagen liegt auch wunderbar bisher. Und in Gedenken an das Silverstone-Freitraining kann ich kein übermäßiges Schleifen feststellen. Das würde ich dann auch in der Fahrzeugbalance merken, wenn es mich in den Kurven weghaut, weil der Wagen zu sehr aufsetzt. Na, ich habe ja erstmals im freien Training wieder eine neue Batterie drin. Deswegen dürfen wir jetzt so viel aufladen. Deswegen stelle ich gerade kein ERS ein. Ich frage mich, wenn ich, das muss ich mal ausprobieren, wenn ich eine gesamte Runde ohne ERS fahre, dann müsste doch die ganze Zeit meine Heckleuchte leuchten. Ja, ist aber eine dunkle Wolke da rechts. Letzter Bericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Also hinter uns ist gerade gar keiner. Mal gucken, ob uns jemand vor die Karre fährt. Na, etwas zu viel gegeben, aber geht noch für die Runde. Weit außen, deswegen muss ich noch etwas mehr Geschwindigkeit rausnehmen. 1,5 Zehntel Rückstand. Noch etwas zu weit außen. 170.000 Rückstand und Strom gerade rot. Jetzt brauche ich nicht wirklich Strom. Klar, Schaden kann er nicht, aber ist jetzt nicht so wichtig. Viertelsekunde Vorsprung. Also freigelenkt. Strom lila, Viertelsekunde nach Vorlauf.
23217. Wenn man zur rechten Zeit aufs Lenkrad schaut, kann man das wunderschön ablesen. Und man kann weiterhin wunderschön gerade fahren. Habe ich euch schon gesagt, wie toll ich das finde, dass man so viel auf dem Lenkrad sehen kann? Auf dem Display? Ich glaube schon. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Moment, was zu früh gelenkt? Ob ich die Zeit, die Delta-Zeit noch im grünen Bereich treiben kann? Da ist sie ja schon. Fahre ich auch mit mehr Strom als letzte Runde. Bisschen. Und auch nicht optimal. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Zweit innen. Muss ich etwas mehr Gas geben? Ist wieder zu schnell. Warnung, Rasen in der Boxengasse 123217. Und wieder Biss. Vorher war es in 23290 und jetzt 23217. Ganz knapp. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, zuvor war das Benzinspann und da musste ich ja gut lupfen. Jetzt kommen die Weißen gleich zum Einsatz. Rennstrategie und Autoeinstellung. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,23,2. Nehme ich mal einen Klick. Die dritte Taste ist es dann. Klick mehr Front. So, jetzt klick mehr Frontflügel mit. Zu weit. Ocon liegt vor uns. Deutlich vor uns, auch mit schnelleren Reifen. Wie viel schneller sind die Dinger? Oh, 1,5 Sekunden. Naja, sind halt 2 Reifenmischungen Unterschied. Ich habe keine frischen Gelben mehr hier. Hier drüben habe ich noch was. Ich wähle mal die Weißen aus und gehe jetzt mal auf den Gelben. 0,7 Unterschied. Über 2 Sekunden. Okay. Alles bereit. Das stimmt. Okay, ich fahre immer noch bei der Luft. Ein paar auf der Strecke, sogar beide sauber hintereinander. Sieht ganz schön düster aus, aber es soll ja nicht regnen. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Merke ich. Ich habe ganz klar gezeigt, was ich mache, nämlich mich nicht bewegen. Dem Toro Rosso. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Reifen sich fahren lassen. Sie müssten womöglich auf Temperatur kommen, denn je härter die Reifen sind, desto länger brauchen sie auf Temperatur zu kommen. Also werde ich mal zusehen, Gas zu geben. Wie wichtig die Reifentemperatur ist im Vergleich zum Vorgänger, weiß ich nicht genau. Aber es macht zumindest einen Anschein, dass sie etwas bedeutender geworden ist. Jetzt mit Kerntemperatur und Oberflächentemperatur. Deswegen will ich mal nicht zu sehr bummeln. Zumal ich gerade keine Reifen schonen muss, weil ich nicht in Q2 bin.
ziemlich viel in der Box. Und noch ein Zehntelchen Rückstand. Er hat zu früh in den dritten geschaltet. Immer noch ein Zehntelchen Rückstand. Etwas weit innen angefahren, die Kurve. Die Schikane. Und jetzt war ich etwas zu weit außen, dann muss ich hier rausnehmen. Oh, jetzt habe ich im Mittelsektor aber einiges gut gemacht. Eine Sekunde Vorsprung. Und auch schön, dass ich meine bisher schnellste Rundenzeit am Rennwochenende als Delta-Zeit habe. So sehe ich, dass ich jetzt gleich mit den weißen Reifen meine bisher schnellste Runde fahre, wenn ich nicht langsamer fahren würde. Knappe 600 langsamer. Blöd angefahren. So, Schikane weiter außen anfahren, bitte. Schon habe ich Zeit gewonnen auf meine Bestzeit. Zehntel schneller. Ah, zu weit außen. Und weiterhin 13. Großartige Runde. 22.877. Was wir erwartet haben. Weiter. Oh nein, jetzt kommt dein Arsch an. Bremse, Arsch. Schön spät gebremst. Auch schön reingekommen. Endlich wird das hier was. Nach den letzten beiden blöden Runden. In dieser Linkskurve. Jetzt bin ich gar nicht auf hochgegangen mit dem ERS. Geh weg da vorne. Oh, der wird jetzt sowas von in den Kurven nerven. Oh, vielen Dank. Spitze. Na, die Kurve auch richtig gut erwischt. Die jetzt auch nicht so spitz angefahren wie letzte Runde. Volle Leistung bis hier. Kommen großartige Daten. Bleib hoch. 13. 300 langsamer als letzte Runde bei Startziel. Und langsamer als letzte Runde, trotz des Querstehers vorhin. Bin einfach viel knackiger in die erste Kurve reingefahren. Und jetzt hier auch 13. Rückstand, weil die Kurve hat vorhin auch gepasst. Dafür war die jetzt besser. So, jetzt fährt der Haas auch schnell. Aber ich fahre ja auch noch schnell. Der fährt da vorbei. Das
war mir jetzt wichtig, dass ich noch neben der Strecke zum Stehen komme. Das war außen zu viel mitgenommen. Die beste Zeit, die angepeilt wird. Laut Ziel. Und wird das grün für die nächste Runde hier? Okay, du warst nee, 13.000 langsamer. Da war ich vorhin auch mal später vor zwei Runden. Ich komme 2000. Mist. Ob ich jetzt noch 1/4 finden kann. Das war gut. Hier auf keinen Fall zu weit innen sein, schon gar nicht in den Randstein innen mitnehmen. Und noch 1/10 Rückstand. Wenn man zu weit außen ist. Und zu viel außen mitgenommen. Das war's mit der Runde. Die wird nicht mehr besser. Ein Stück zu innen. Und fertig. Ziemlich viel in der Box. Auch Hülkenberg ist da. Das war zu spät. Da wollte ich vor drei Runden anknüpfen. Aber nur 1/10 Rückstand. Und auch hier weiterhin nur 1/10 Rückstand. Etwas weiterfahren kann da nicht schaden. Jetzt komme ich hier aber schlechter raus. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Nee, die Runde fahre ich noch zu Ende. 2 den Mist. Bin gar nicht auf von Mittel gewichen. ERS-Modus Mittel. Ein 1/4 Vorlauf. 22,2. Schön. Als Rückstand auf die Bestzeit. Jetzt fahre ich auf den Mager und es war zu weit innen. Oh, und das merke ich. Der Randstein hat gut mitgegeben. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Fahrer vor mir. Gasly vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:22,1. Zehntchen vor uns mit Lilas. Also ist er praktisch 2 Sekunden langsamer als wir. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:22,6. Statt das Teamkollege. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Was für ein Penner. Ich habe immer solche Teamkollegen, die in der Box rumgammeln. Ich habe immer das Gefühl, dass die das extra machen, wenn die mein Teamkollege
sind die jeweiligen Fahrer. 22228, noch nicht fahre ich mit den Niederländern schneller. Schön, bin ich mal auf die Rennstrategie gespannt, die uns vorgeschlagen wird mit diesen weißen Reifen. Teamziele, die Spitzengeschwindigkeit und Sektor. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Allerschnellste auf den weißen Reifen. Bin ich mal gespannt. Gut, wenn ich in den Kurven gut wegkomme, ist das nicht verkehrt. Wie uns dann dieser Abtrieb auf der Geraden auf Startziel zu schaffen macht. Und beim Bergaufstück. Aber da kann ich ja zur Not Strom geben und auf dem restlichen Teil der Strecke ersparen. Der Teamkollege ist Vorletzter. Drei haben noch keine Zeit. Kimi, er und Sirotkin. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Bottas, Verstappen und Lewis Hamilton. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Und wieder zweimal herumgerast. Wie in T1. Jetzt werde ich es aber nicht schaffen können, weil ich bloß einmal rausfahre. Fünf Punkte. Teamziel abgeschlossen. 4260. So, weil ich es bisher immer noch nicht gemacht habe, keine Nachrichten mehr. Dann kam Emma vorbei und hat bei uns auf dem Laptop einfach die Nachrichten gelöscht. Wobei, ist ja nicht wirklich ein Laptop hier. Schon was Stationäres. Also gut, bereite dich auf einen Ausstieg vor, falls dir da drin zu heiß wird. Es gibt ein Problem mit dem Kühlsystem und wir werden ein paar Minuten für die Reparatur brauchen. Na fein. Frontabtrieb will ich behalten. Bei 10 Klicks auf der Vorderachse. Ja, Frontabtrieb auf der Hinterachse wäre schwierig. Wie auf der Carrera-Rennbahn sieht das aus. Hab meine schon länger nicht mehr aufgebaut, die ich habe. Aber das ist ja auch wie Carrera-Rennbahn fahren, bloß ganz nah selbst. Die Ultras, her damit. Nur ein paar Wagen sind auf der Strecke. Sollten wir jetzt raus, bevor es voller wird? Lass uns ein paar Runden absolvieren. Dann machen wir die Strecke mal voller. Nee, dieser Quark wieder. Am Startziel ist gerade keiner. Magnus mit der besseren Bestzeit. Schnellste Runde insgesamt. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1 Minute 21,5. 7 Zehntel schneller als wir mit den weißen Reifen. Eher mit lila Reifen. Die über 2 Sekunden schneller sein sollen. Das ist wieder krass, wie die Reifen gehen. Das wäre so schön, wenn man das gesamte Rennen praktisch mit diesem Grip fahren könnte. Klar, Reifenwechsel macht da nochmal einen Unterschied im Rennen, wenn du nochmal frische dieser Reifen holst, die aber lange halten. Aber wenn du einen ganz geringen Abbau hast, das wäre so toll. Jede Runde am Limit fahren. Um die Ecken pfeifen, um die Ecken pfeifen, um die Ecken pfeifen.
Erstmal etwas Abstand, wobei. Da ist ein Problem, ne? Schon allein die letzte Kurve, was hier geht, gripmäßig. Hoffentlich kommt keiner aus der Box. Zehnter Leugstand ist aber nicht gut. Dann legen wir mal los. Mittelsektor gehört ja uns. Sah ja bisher bei den ganzen Zielzeiten nicht verkehrt aus, der Mittelsektor. Mal zu viel Randstein links. Es macht so einen Spaß, mit diesem Wagen, mit diesen Reifen hier in den Kurven zu fahren. Das wird ausgenutzt. Sektor 2 war schnell. Jetzt war den Mist. Und da ist der schon wieder. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. 20-3. Ich habe einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage. Ich zeige dir die Zahlen. Vielen Dank, Herr Ferrari. Dafür, dass du aus der Box kommst und uns auf der Strecke behinderst. Was in der Felipe Massa Gedächtniskurve mit den Reifen geht. Cool. Sagen wir mal ein Ferrari. Der hat gelbe Reifen, ne? Wir hetzen ihn mal. Okay, er wollte vorbeilassen. Mist, ich dachte, er gibt weiterhin Gas. Oh, wenn jetzt eine Strafe bei herumgekommen wäre, das wäre scheiße gewesen. Die hätte ich auf jeden Fall akzeptiert. Okay. Warnung genug, aber ich habe gehofft, er gibt einfach Gas. Wenn ich dann den Haas denke, der wunderbar Platz gemacht hat, hätte ich mich womöglich auch hier gefreut, dass er Platz gemacht hat. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ein Rutschwein gehabt. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ich habe ihn auch lieb. Eine 20-3. Passt alles noch auf eine Zeile. Ich habe da jetzt 6 Zeiten stehen. Passt alles auf eine Zeile und ich habe 6 Zeiten stehen, genau. 1.23.8, 1.23.4, 1.23.2.9, 1.23.2.1, alles auf gelben. Dann 1.22.2.2.8 auf weißen und eine 1.23.6.1 auf lilas. Und ein Frontflügelschaden. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ja, Entschuldigung. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,20,3. Wollte schon sagen, zeitgleich. Nein, 10.000stel Unterschied. 100stel. Ach, Hülkenberg, du... Oh, er fährt gerade. Okay, ich sag nichts. Ich muss auf jeden Fall Teile umbauen. Nehme ich hier den 16er. Hier die 35. Ich will nicht die ältesten Teile nehmen, auch nicht die zweitältesten Teile, die drittältesten Teile. Die zweitältesten Teile sind ja fürs Training vorgesehen. Na, hier kann ich die 39 beim Energiespeicher behalten.
Turbolader. Was war hier hinten? Okay, einstellig. Den habe ich ja nochmal verwendet im freien Training. Nehme ich aber auf jeden Fall raus. Hier sieht's aus. Hülkenberg. Auf gelben Reifen eine 25, was war das denn? Brauche ich eigentlich nicht notieren, aber habe ich jetzt gemacht. Der ist ja schon eine 1,23,8 gefahren. Fährt er gerade noch? Ja, fliegende runde Zeichen. Die Flagge da hinten. Gut, umgebaut habe ich praktisch schon. Ah, jetzt kann ich ja gar nicht mehr Ressourcenpunkte gucken. Mist, mir fehlt ein Teamziel. Keine Spitzengeschwindigkeit, aber dafür halt mordsmäßig Geschwindigkeit in den Kurven. Ne, zusammenrechnen will ich jetzt nicht. Ich wollte einfach nur ablesen, ganz gemütlich. Hätte warten sollen, bis der Frontflügel repariert ist und dann erst Teile umbauen. Am Ende der Session müssen wir 2 Reifensets zurückgeben. Wir geben die 2 am meisten abgenutzten Sets zurück, also sollten wir sie noch so lange wie möglich beanspruchen. Wir haben sie dann aber nicht mehr für das restliche Wochenende. Also pass bei den Reifen auf, die du später noch haben willst. Ich wollte ja vermehrt hier gucken beim Reifenabnutzungsfaktor. Wir nutzen die Reifen weniger ab als gedacht. Faktor 0,91. Schön die erste Runde Zeit gesetzt, dann leicht gesteigert und dann nochmal leicht gesteigert. Dann kam ja mein Austritt hinzu, wo der Haas vorbeifahren konnte im Mittelsektor. Die letzte Runde nicht ganz so gut, eher so auf Niveau Runde 1. Aber schon ganz gut. Kein Benzin, nicht genug Benzin gespart. Nicht hart genug gebremst, weil ich eher habe reinrollen lassen, deswegen da rote Stellen vor Kurven. Denn die meiste Energie machst du einfach, indem du in die Eisen steigst. Die kinetische Energie. MGUK. Gut, dann gibt's hier gar nichts weiter zu gucken. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Ressourcenpunkte, fast auf Anschlag. Und wir sind hier durch. Setup gucke ich mir vom Qualifying nochmal an. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Raikkonen, der Eismann und Daniel Ricciardo. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Hülkenberg hat sich nochmal gesteigert, aber nicht signifikant. Ach, es wäre schön gewesen, wenn der 10-platzierte Bottas auf der 3 gewesen wäre. Der Iceman, der Eismann und der andere, der Bottas. Rennstrategie auf den härtesten Reifen und der Wagen hat sich gut angefühlt. So muss das. Ist natürlich noch kein wirklicher Fingerzeig, denn mit einem schweren Auto kann das nochmal ganz anders zu fahren sein, aber grundsätzlich lief das schon mal. Kann ich im Rennen dann hoffentlich gelb und weiß mit nur einem Stop fahren und schau mal, was die Konkurrenz so gehen muss. Ob die Einstopper in Überzahl oder ich schätze mal eher in Unterzahl sind. Wenn die Lilas so viel schneller sind, werden die auch nicht halten. Gut. Dann werden wir einfach mal sehen, was geht, aber erst einmal die Zeitenjagd. Und bis dahin, macht's gut und tschau, tschüss.